Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic. Wir befinden uns in Ordessen und sollen jetzt ein wenig in der Kantina entspannen. Wir haben in den letzten Folgen erfolgreich die Sternenfestung in Alderaan zerstört, die dem Imperator Arkan gehört. Ja, ihr habt es bestimmt gesehen. Wir mussten vorher einmal die Sternenfestung infiltrieren. Dann haben wir in Alderaan auf dem Planeten selber den Bunker zerstört, der die Schilde aufrechterhält. Und dann haben wir nochmal in einer Heldenmission die Sternenfestung schlussendlich bis zum Exarchen durchlaufen und haben diese dann zerstört nachher. Genau, das können wir noch mit vielen weiteren Sternenfestungen machen. Wir haben es jetzt mal gesehen. Wir werden uns jetzt aber erstmal entspannen. Ich habe eine Sache, die Ihre Aufmerksamkeit bedarf. Lassen Sie mich nicht warten. Tja, wie immer, Ruhephasen sind wichtig und richtig, aber es kommt auch immer wieder zu Unterbrechungen. Und da werden wir auch schon wieder gerufen, sollen zur Allianz-Kommandozentrale zurückkehren. Die Herren der Leiden. Unser neuer Druide, möchte uns sprechen. Wir haben auch diverse Posts, sehe ich gerade. Können wir auch noch mal kurz gucken. Schauen wir mal, wer uns so schreibt. Hylovisk, neue Informationen. Hey Commander, ich habe euch ja gesagt, dass ich die Ohren offen halten würde, um vielleicht etwas Interessantes aufzuschnappen. Jetzt habe ich wohl was. Das Hottenkartell leckt seit der Sache mit Markep seine Wunden, aber es scheint ihnen schon besser zu gehen. Drei meiner Kontakte haben berichtet, dass sich das Kartell für die alte Welt auf Sakul interessiert. Die Schnecken sehen dort eine Möglichkeit, Gewinn aus dem ganzen kranken Zeug zu schlagen, für das sich die Einwohner Sakuls insgeheim interessieren. Ich kann Ihnen das nicht mal verübeln, scheint ein großer Markt zu sein. Trotzdem würde ich dem Huttendoktor nichts davon erzählen. Das letzte Mal, als ich den Obermogul erwähnte, zerbrach er seinen Scanner und schimpfte über Fantasielosigkeit und Inkompetenz. Wenn ich es mir recht überlege, erzählt es ihm ruhig. Das war echt lustig. So, und Admiral Algo schreibt uns Trainingsübungen. Commander, die Dinge laufen gut, aber die Soldaten könnten einen Moralschub vertragen. Deshalb lasse ich die Band Black Sabbath einfliegen, um für ein paar Abende in der Kantine aufzutreten. Sie sind mit meiner Familie befreundet und schulden meinen Eltern noch ein paar Gefallen. Keine Sorge, ich treffe alle nötigen Vorsichtsmaßnahmen, damit unsere Position geheim bleibt. Auch wenn ich mich gegen eine künstlerische Karriere entschieden habe, weiß ich, was Kunst für unsere Soldaten tun kann. Algo. Und Shosa Rabat, das war der, mit dem wir hier die Sternenfestung infiltriert haben. Als Jedi kann ich mich über so etwas wie die Zerstörung der Sternenfestung von Alderaan nicht freuen oder es gutheißen. Viele haben ihr Leben in diesem Kampf verloren und ihr Verlust schwächt uns alle. Aber als Bürger der Republik und Lebewesen, das sich das Ende allen Leids wünscht, kann ich sagen, dass das Vorgehen der Allianz nötig war. Meine Kontakte haben mir versichert, dass die Schreckenskampagne, die Alderaan ins Chaos gestürzt hat, dank euch ein Ende gefunden hat. Es wird viel Zeit vergehen, bis der Frieden Wurzeln schlagen kann, aber die Allianz hat den Boden dafür bereitet, auch wenn die Verlockung besteht, sich weiter einzumischen. So haben diese Leute bereits genug durch Außenstehende gelitten. Lasst uns den Anführern dieser Welt die Gelegenheit geben, euer Geschenk nach ihrem Willen zu benutzen. Ja, wir bekommen hier eine Creditkiste und auch so nochmal ein paar Credits angehangen. Vielen Dank dafür. Genau, das öffnen wir mal direkt. Und wir haben hier noch zwei Credit-Zertifikate, die wir verkaufen können. Wieder durch Anmeldebelohnung. Und hier unten, falls ihr euch fragt, haben wir so ein paar Gefährtengeschenke. Nichts Besonderes. Und sehr niedrigstufig. Bewahren wir uns aber natürlich auch auf.
So, und jetzt widmen wir uns der Allianz-Kommandozentrale. Gut, ihr seid da. Eine scharfsinnige Beobachtung, Agent Shan. Es ist ein Wunder, wie der SID ohne ihren Intellekt zurechtkommt. Ich glaube, deine Schaltkreise können mit deinem Ego nicht mehr mithalten. Wie gefällt dir diese scharfsinnige Beobachtung? 5 Minuten. Könnt ihr bitte 5 Minuten lang versuchen, euch nicht gegenseitig an die Kehle zu gehen? Ihr verschwendet meine Zeit. Ich bin nicht hergekommen, weil ich so gerne spazieren gehe. Wie empfindlich heute alle sind. Schön. Scorpio, zeig dem Kommandanten, was du gefunden hast. Bitte. Meine Analyse der feindlichen Com-Übertragungen, die der Chaos-Trupp beschafft hat, hat etwas Interessantes ergeben. Versteckt in einem unauffälligen Signal habe ich verschlüsselte Nachrichten mit dem Codenamen Gemini-Frequenz entdeckt. Es sind Übertragungen vom Thron an jedes einzelne Schiff der ewigen Flotte. Die Turmpläne von Kaleo bestätigen dies. So kommandiert Arkan seine Kriegsschiffe. Das ist der Vorteil, auf den wir gewartet haben. Eine direkte Verbindung zur feindlichen Flotte. Bereite einen Angriffsplan vor. Es wird Zeit, dass Arkan in die Defensive gerät. Ja, sehr cool. Da haben wir einen kleinen Ass im Ärmel. Kapitel 12, Visionen in der Dunkelheit. Scorpio hat alle Daten, die der Chaos-Trupp und Kaleo gestohlen haben, untersucht. Als wir die feindlichen Comlog-Bücher mit den Turmkarten abgeglichen haben, sind wir auf etwas Unerwartetes gestoßen. Es gibt eine versteckte Hyperwellen-Relaisstation 10.000 Meter unter dem Turm. Das ist die einzige Quelle für Gemini-Frequenzübertragungen, die der ewige Turm empfängt oder sendet. Wir haben Arkans wunden Punkt gefunden. So kommandiert Arkan die Flotte. Und wir wissen, wo sie ist. Diese Relaisstation ist unser Schlüssel zur Gemini-Frequenz. Wenn wir es schaffen, sie zu entschlüsseln, können wir alles über die Pläne des Feindes erfahren. Oder wir zerstören jegliche Kommunikation. Wenn wir sie ausschalten, ist Arkan nicht nur blind, sondern auch zahnlos. Die Flotte wird untätig auf Arkans Befehle warten, die niemals eintreffen. Der erste Schritt im Guerillakrieg. Die feindliche Kommunikation ausschalten. Das hier ist eindeutig eine Zerstörungsmission. Ihr werdet niemals in die Nähe dieser Relaisstation kommen. Sie befindet sich 10 Kilometer unter der Oberfläche und hat mehr Sicherheitsmaßnahmen, als wir zählen können. Zum Glück wissen wir durch unsere Daten, wo jeder einzelne davon ist und wie wir die meisten davon besiegen können. Ein Stoßtrupp kann die Verteidigung direkt unter Arkans Nase ausschalten. Aber nur, wenn wir jetzt loslegen. Wir werden keine neuen Informationen mehr erhalten. Kaleo und Major Jorgen befinden sich bereits auf Sakul. Sie sind in Position, um dem Kommandanten einen Weg zur Relaisstation freizuräumen. Wir schicken nicht diese Terroristin los. Sie hat schon genug Chaos auf meiner Welt angerichtet. Der Chaos-Trupp ist wie gemacht für diesen Einsatz. Wir haben genug Detonit, um diese Relaisstation in einen Krater zu verwandeln. Schneiden wir der Schlange den Kopf ab und stürzen die Flotte ins Chaos. Ihr wollt das Schicksal der Galaxis in die Hände einer schießwütigen Straßenbande legen? Wir haben genau eine Chance, Erfolg zu haben. Zu eurem Glück ist das auch alles, was ich brauche. Die Relaisstation zu zerstören ist eine Dummheit. Schickt mich und ihr habt die alleinige Kontrolle über die Gemini-Frequenz. Die Idee hat Potenzial. Sie ist eine erfahrene Infiltratorin, die jahrelang auf Sakul überlebt hat. Sie hat Anschläge auf mein Volk verübt. Das wird nicht noch einmal passieren. Okay, Kaleo, ihr kommt mit mir. Die Zerstörung der Relaisstation ist ein letzter Ausweg. Aber wenn was schieflaufen sollte, brauche ich einen kreativen Kopf. Und das ist Kaleo. Sie ist wie ein Rancor in einer Glasfabrik. Das ist ein Fehler. Eine Täuschungsmission ist entscheidend. Wir müssen Arkans Laune verderben und ihn von unserem wahren Ziel ablenken. Niemand kann das besser als der Chaos-Trupp.
Wir werden euch nicht enttäuschen, Commander. Ich bin schon unterwegs. Wir sehen uns. Man kann es nicht jedem recht machen. Aber vielleicht wäre es sinnvoll, Valkorion zu befragen. Er hat den Turm gebaut. Vielleicht sagt er euch, wie man dort eindringen kann. Das wäre eine Idee. Was haben wir hier? Fremdlingsbollwerk nehmen wir natürlich. Und öffnen das Ganze direkt mal. Auch wenn da wahrscheinlich wieder schlechtes Material rauskommt. Genau, können wir überhaupt nicht gebrauchen. Deswegen, das eine zerlegen wir schon mal. Die anderen Sachen können wir dann getrost verkaufen. So, begib dich in einen abgelegenen Bereich, um mit Valkorion zu sprechen. Ja, müssen wir mal einen suchen. Okay, ein abgelegener Bereich in der Kantina. Okay, nicht ganz in der Kantina, vor der Kantina. Ja, schauen wir uns da doch mal um und versuchen mit Valkorion zu sprechen. Okay, wir scheinen unterhalb der Basis zu sein. Hier gibt es noch einen kleinen, einen kleinen Wald, wie es scheint. Was haben wir denn hier Schönes? Wildnis-Überlebensausrüstung. Sprich mit Valkorion im abgelegenen Bereich. Was haben wir denn hier? Ein Energieschild erhöht die Schadensreduktion 60 Sekunden lang um 25%. Okay, wird bereits aktiviert, automatisch aus. Und hält 30 Sekunden lang an. Medizinischer Rucksack stellt Gesundheit wieder her. Okay, wir haben ein Schild und wir haben Gesundheitswiederherstellung. Gucken wir mal, ob wir das überhaupt brauchen werden. Achso, wir sollen vermutlich da nach unten. Haben wir einen Gefährten, den wir mitnehmen können? Kann momentan nicht mitgenommen werden. Alles klar. Dann gehen wir hier zu Fuß runter und schau mal, was passiert. Valkorion, wir müssen reden. Einst wart ihr der Inbegriff meines Zorns. Jetzt seht euch an, wie ihr mich um Brotkrumen anbettelt. Als ihr vor mir niedergekniet seid, dachte ich, dass ihr mein größter Verbündeter werden würdet. Ich konnte nicht ahnen, wie falsch ich lag. Dasselbe könnte ich auch sagen. Ich habe eine Allianz aufgebaut, um Arkan für seine Taten zu bestrafen. Ich habe mich an unsere Abmachung gehalten. Es wird Zeit, dass ihr dasselbe tut. Ich bin nicht euer Diener. Und ihr habt meine Geduld das letzte Mal auf die Probe gestellt. Lana, hört ihr mich? Etwas ist passiert. Ich brauche eure Hilfe. Eure Freunde können euch nicht hören.
Okay, ihr habt mich nicht grundlos isoliert. Ihr habt mich hergebracht. Warum? Manchmal braucht die Evolution einen Anstoß. Oder ein Opfer. Ihr habt vergessen, wie es ist, dem Tod alleine ins Angesicht zu blicken. Ich werde euch daran erinnern. Da hat er recht, wir haben immer einen Begleiter dabei. Wir haben vergessen, wie es ist, alleine zu kämpfen. Man hat euch einen Weg gezeigt, aber ihr weigert euch, ihn zu beschreiten. Das wird sich ändern. Spürt ihr, wie sich die Raubtiere nähern? Sie wittern eure Schwäche. Sie wird für sie ein Festmahl sein. Yay, wir nehmen natürlich den Bonus bis zum Mit, Leute. So, was haben wir hier? Okay. Suche eine Methode, häufig benutzte Wege und Orte zu markieren. Wir sind zu nah. Okay, also wir können einfach nur einmal hochkommen, alles klar. Nichts Spannendes. Wo bist du denn? Wieder einer. Ihr habt ein Schicksal zu erfüllen. Ich bin es leid, von eurem mangelnden Fortschritt enttäuscht zu werden. Ja, rede du mal, Valkorion. Den auch mal. Auch wenn er gar nicht feindlich war. Die Trümmer blockieren den Eingang zu dieser Höhle. Wollen wir mal gucken, ob wir da vielleicht reinkommen. Die Hülle ist eingestürzt. Suche weiter nach einem Ausgang. So, links oder rechts? Erstmal noch gar nicht. Erstmal töten wir die Monster. So, 4 Stück sollen wir noch töten. Gehen wir mal oben lang. Da rechts war auch schon wieder was an der Felswand. Eingestürzt, suche weiter nach einem Ausgang. So, den und dessen Pirsche brauchen wir, glaube ich, nicht mein erledigen. Mein Sohn hat mich überrumpelt, weil ich es ihm erlaubt habe. Aber ihr wart schwach. So, damit hätten wir jetzt die Bonusmission auch gleich erledigt. Mit den dreien hier. Zack.
Da hinten ist noch mal eine Höhle. Da würde ich auch ganz gerne noch mal hingehen. Mein Sohn hat euch einen tödlichen Schlag versetzt. Hätte ich nicht eingegriffen, wärt ihr jetzt tot. Vielleicht hätte ich es zulassen sollen. Okay, wir müssen weiter nach einem Ausgang suchen. Auch die Höhle ist wohl nicht der entsprechende Ausgang für uns. Hier ist ein schöner Wasserfall. Trotz eures wertvollen Kriegsschiffs, einer Legion von Fremdlingen und meiner gewaltigen Stärke bleibt ihr unvollständig. Okay, jetzt kommen die Pirscher doch noch her. Hier sind die beiden hier. Okay, gut Leute. Ich würde sagen, wir beenden die Folge an dieser Stelle und versuchen dann in der nächsten Folge hier aus diesem Traum oder aus dieser Vision herauszukommen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder mit dabei seid und wieder einschaltet. Also, bis dahin.